reagierte nicht und ich dachte nur, nein, du kriegst mich nicht. Dann begann das laute Kratzen. Jeder fürchtet sich vor irgendetwas. Bei mir ist es die Dunkelheit. Ich rannte weg. Ich kämpfte gegen die Ängste. Ich möchte das nie wieder erleben. Ich ging ins Kino. Der einzige Film, den ich sehen wollte, war ein Abbott und Costello-Film. Ich fand sie damals lustig. Und ich lachte. Ich wusste, ich lachte zu viel. Ich konnte noch den Film hören. Dann war er zu Ende und alle gingen. Eine Platzanweiserin fand mich. Die Schwester sagte, macht sie für die Leichenhalle fertig. Ich dachte, mein Gott, die halten dich für tot. Da setzte die Panik ein. Ich konnte alles um mich herum hören. Ich war wie versteinert. Dabei wollte ich jemanden berühren, um zu zeigen, dass ich lebe. In meiner Vorstellung tat ich das. Aber für sie war ich einfach tot. Das Schlimmste ist, man ist gelähmt und kann sich nicht bemerkbar machen. So ist das beim Scheintod. Sie hoben mich vom Bett auf den Tisch. Ich wachte auf und setzte mich hin. Ich sah all die anderen um mich herum mit ihren Anhängern an den Zehen. Sie waren tot. Ich dachte, ich gehöre hier nicht her. Es ist schrecklich zu wissen, man ist inmitten von Toten und selber nicht tot. Ein grässliches Gefühl.
Ein Angestellter kam runter. Ich hustete. Er sah auf und ich sagte, kann ich wieder auf meine Station? Er rannte raus. Er hatte wohl einen Schock bekommen. Ich ging auf die Station zurück und wurde 4 Stunden darauf entlassen. Ich hatte gar nichts. Ich möchte das nicht nochmal erleben. Alle Lebenszeichen wie Puls und Herzschlag gehen auf Null. Man kann für tot erklärt werden. Die Ärzte nennen es Narkolepsie oder Katalepsie. Ich war nicht krank. Man kommt sich albern vor, wenn man eine Attacke hatte und sich aufsetzt und weitermacht, als sei nichts gewesen. Man hat keine Kopfschmerzen, fühlt sich nicht schlecht, steht einfach auf, macht sich fertig und geht weiter. Ich war starr, aber noch bei Bewusstsein, als ich ins Krankenhaus kam. Aber nach ein paar Stunden fiel ich vollständig in die kataleptische Starre. Die ganze Zeit wurde ich von den Ärzten für tot gehalten. Sie legten mich auf den Tisch. Es war stockdunkel. Ich fürchte mich vor Dunkelheit. Ich kämpfte gegen die Starre an. Ich war erschöpft. Ich wusste, ich war gesund. Aber ich musste dort liegen. Und wenn alles seinen Weg ging, könnte ich wirklich? Ich war zu erschöpft. Aber das Schlimmste war, dass ich nicht einfach durch die Tür rausgehen konnte. Ich hoffte, jemand würde sterben, damit ich rauskam. Mir wurde klar, dass ich damit leben muss, lebendig begraben zu werden. Ich habe es mir laut vorgesprochen. Wie komme ich hier raus, wenn man nur tot hier reinkommt? Also musste jemand sterben, den man reinbringen würde. Dann könnte ich raus. Es war kein boshafter Wunsch. Ich wollte nur, dass jemand stirbt, damit sie die Treppe runterkommen, die Tür öffnen und ich hinaus kann. Plötzlich öffnete sich die Tür und ich erinnere mich, es war ein Pfleger. Aber ich hielt mich nicht lange auf, ich rannte los.
Meine Mutter lebte mit diesem Zustand ihr ganzes Leben.